Wer schön sein will, muss leiden. Wer berichten will, der muss auch leiden. Und sich vor allem auf Abmahnungen gefasst machen. Hi, ich bin Timon. Auf YouTube heiße ich Klängern und ich habe ein Video über die Thematik zwischen Dougie B und dem Label und ihrem ehemaligen Künstler Art gemacht und habe dafür eine Abmahnung bekommen. Und damit begrüße ich euch mal wieder ganz herzlich zu diesem wunderschönen Sonntag 18 Uhr mit eurem Girl. Vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses Video, das Dougie B Drama. Dort ging es um Dougie B, ihre Firma, ihren Ehemann und Differenzen zwischen ihnen und einem Künstler. Diesem wurde angeblich Unrecht getan und das Ganze ging vor Gericht. Ich war nicht die Einzige, die darüber berichtet hat, aber ich bin mittlerweile die Einzige, die das Video noch online hat. Denn alle anderen wurden abgemahnt, inklusive mir. Aber warum ist dann das Video überhaupt noch online? Ich war mir von vornherein bewusst, dass diese Berichterstattung die beiden sehr wahrscheinlich nicht glücklich machen wird. Aber darf man eigentlich jeden abmahnen, nur weil man nicht zufrieden ist mit der Berichterstattung? Hab dafür eine Abmahnung bekommen. Ich wurde auch abgemahnt. Inklusive mir. Und wie kann es sein, dass Dougie B eigentlich ehrliche Kritik von ihrem Umfeld liebt? Ich liebe ist einfach wirklich Kritik zu, also nicht ich liebe, aber ich mag es, Kritik zu bekommen, wo ich dran arbeiten kann, wo ich wirklich merke, oh okay, war das vielleicht wirklich nicht ganz gut, auch so von meiner Familie irgendwie. Nur eben nicht von YouTubern. Wegen welchen Gründen wurde ich am Ende abgemahnt? Und die wichtigste Frage von allen, wer hat Angst vor Dougie B und Eugen? So. Das alles seht ihr heute live, an welchem Tag auch immer, mit eurem Girl Sascha. Aber fangen wir doch ganz von vorne an. Ich bin auf die Welt gekommen. Nee, alles gut. Die Geburt ist ja das Ding von den Jindawis. Das überlasse ich denen. Sehr schön. Weiter. Dougie B und Eugen haben ein gemeinsames Label. Das nennt sich 23 Hours. Unser Musiklabel 23 Hours. Öffentlich gemacht, released. Wir haben es auf jeden Fall öffentlich gemacht. Und dort sind viele verschiedene Künstler unter Vertrag. Dieser Typ, der dieses 2003-Lied gemacht hat, die YouTuberin Kim Caramella und der Künstler Art, der war da auch unter Vertrag. Einige Dinge sollen da schief gelaufen sein. Angeblich wurden Songs ohne die Einverständniserklärung des Künstlers veröffentlicht. Angeblich wurden ihm Geschenke gemacht, die sich im Nachhinein gar nicht als Geschenke rausgestellt haben. Und es gab mutmaßlich unterschiedliche Auffassungen von Entlohnungen. Das Ganze ging tatsächlich letztes Jahr vor Gericht, wo dem Künstler Art Recht gegeben wurde. Aktuell läuft die Berufung, darauf habe ich auch schon im letzten Video hingewiesen. Das heißt, der Fall könnte natürlich nochmal kippen. Das vorläufige Urteil könnt ihr euch entweder hier durchlesen oder ihr könnt euch einfach gerne mein Video anschauen. Da fasse ich das alles nochmal kompakt zusammen, inklusive der Stellungnahme von Dougie B's und Eugens Anwalt. Die Entscheidung des Gerichts fiel im Dezember. Im Januar trat dann Dougie B als Geschäftsführerin des Labels zurück und es wurde von da an auch recht häufig betont, auch auf der Bühne der OMR, wo sie einen Talk hatte. Gesellschafterin, du bist in der Geschäftsführung zurückgetreten, du bist Gesellschafterin. Aber es wird halt überhaupt nicht dabei beachtet, dass ich überhaupt in diesem Prozess gar nichts damit zu tun habe, auch wenn ich in der Geschäftsführung war zu dem Zeitpunkt. Ich habe mich halt überhaupt nicht um dieses Ganze im Hintergrund gekümmert. Nach wie vor ist sie aber Gesellschafterin der Firma und der andere Geschäftsführer ist auch immer noch ihr Ehemann. Ja. Und in meiner Auffassung ist das einfach alles ein bisschen fragwürdig, aber zum Glück hat der Moderator richtig kritisch nachgehakt. Kriegen die Leute nicht die Trennung hin zwischen dir, Dougie, und einem Unternehmen? Der ganze Fall erzeugte viel Aufmerksamkeit. Klängern berichtete darüber, Just Nero und auch KuchenTV in seinem Newsformat. Die Abmahnung dazu folgte ebenfalls schnell, zumindest bei Klängern. Ich bin auf die Thematik irgendwie übers Internet aufmerksam geworden, hatte gesehen, es gab ein paar Artikel dazu und habe dann ein bisschen recherchiert und gedacht, okay, das ist ein gutes Thema fürs Video, habe das gemacht. Und hatte dann in meinem Update-Video auch erzählt, dass ich wenige Tage später eine Abmahnung im Postfach hatte. Und so nahm er das Video runter. Die Frist war sehr kurz. Wir haben das Video erstmal vorsichtshalber runtergenommen. Und KuchenTV. Ich wurde auch abgemahnt. Und Just Nero. Und ich nicht. Ganz ehrlich, ich habe es ehrlich gesagt einfach nicht eingesehen. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben, die zu Wort kommen zu lassen. Ich habe denen einen dicken, fetten Fragenkatalog geschickt. Und ja, die Fragen waren kritisch, weil es genau eben diese Sache benötigt, dass man kritisch hinterfragt. Ich habe mich bemüht, sie anzuhören. Nachdem ich die Antworten von ihrem Anwalt erhalten habe, habe ich ihr nochmal persönlich geschrieben, willst du wirklich
kein Statement dazu abgeben. Du oder dein Ehemann wollt dir nichts Persönliches dazu sagen. Und ich wurde dann darauf hingewiesen, dass sie ja eben in den Fall nicht verwickelt ist. Aber es wird halt überhaupt nicht dabei beachtet, dass ich überhaupt in diesem Prozess gar nichts damit zu tun habe, auch wenn ich in der Geschäftsführung war zu dem Zeitpunkt. Und auf die Nachfrage hin, ob ihr Ehemann wirklich nichts dazu sagen möchte, hat sie gar nicht erst reagiert. Wir hatten also einen offenen Chat. Und trotzdem, nicht mal 48 Stunden später nach meiner Veröffentlichung, habe ich dann die Abmahnung kassiert. Und ich sollte die angekreideten Passagen, mit denen sie nicht zufrieden waren, runternehmen. Und auch Klängern hat das Ganze so erlebt. Also ich habe mir ja nie Sachen ausgedacht, sondern aus diesem öffentlich einsehbaren Urteil zitiert. Und sie haben aber gesagt, das stimmt aber nicht. Wenn das da steht, kann ich das ja nur so wiedergeben. Und sie haben aber bei jeder einzelnen Aussage gesagt, nee, das stimmt alles nicht, das sind alles Falschbehauptungen und so. Das ist aber okay, darüber zu reden, wenn man nur das zitiert und nicht einfach selber behauptet. Aber man kann es natürlich am Anfang direkt erstmal probieren, weil so eine Abmahnung natürlich erstmal einschüchtert. Und ich glaube, das war vor allen Dingen auch das Ziel. Das Gefühl hatte ich übrigens auch. Denn wie bereits erwähnt, habe ich ihn ja wirklich eine faire Chance gegeben, sich dazu zu äußern. Ich habe detailliert nachgefragt, ob die Dinge so abgelaufen sind. Und wenn sie nicht so abgelaufen sind, wie es denn war. Und daraufhin habe ich natürlich auch Erklärungen bekommen. Die Sachen habe ich vorgelesen und sie öffentlich auch gezeigt. Und meine Meinung nach diesen ganzen Rechtfertigungen und Darstellungen von anderen Situationen war, dass das für mich einfach schwachsinnig klang. Ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht genauso aktiv auf mich zugeht, wie ich auf sie zugegangen bin. Aber das kam nicht dazu. Bei Klängern sah das Ganze wiederum anders aus. Da hat ihm Eugen tatsächlich persönlich geschrieben und wollte das Ganze klären. Eugen mir vorher noch geschrieben hatte, er würde gerne mit mir reden, nur telefonisch, schriftlich klären die Anwälte. Und eigentlich wollte ich mit ihm in Kontakt treten, aber er, wie gesagt, wollte nur persönlich telefonisch mit mir reden, was immer so ein bisschen schwierig ist, weil da kann jeder alles behaupten und man kann Telefongespräche auch nicht ohne Einverständnis aufzeichnen. Und genau das ist das Problem. Wir haben einen offenen Chat. Wir haben E-Mail-Kontakt. Wie bereits erwähnt, habe ich sie extra darauf hingewiesen, ob sie wirklich nichts Persönliches dazu sagen möchte. Aber sie beharrte darauf, dass sie nicht in den Prozess verwickelt war. Ich habe mich halt überhaupt nicht um dieses Ganze im Hintergrund gekümmert. Ich habe mich um Marketing gekümmert, ich habe mich ums Kreative gekümmert, ich habe mich um Künstleraufbau gekümmert und weder um irgendwelche Sachen, die da irgendwie vorgefallen sein sollten, noch sonst was. Wie gesagt, also mein Name Dagi B ist halt jetzt nicht klein und natürlich klickt sich's besser, wenn dann irgendwie mein Name im Titel steht und gerade wenn es negativ ist und ja. Mich dann im Nachhinein 0, nichts abzumahnen, obwohl ich mich wirklich bemüht habe, sie persönlich zu sprechen und all ihre Antworten einfließen zu lassen, ist richtig unnötig. Und trotzdem sitzt Dagi B auf der Bühne und sagt, auch so von meiner Familie irgendwie, ich habe ein sehr, sehr gutes Environment, die halt einfach ehrlich mit mir sind. Und wenn die sagen, hey, okay, vielleicht war das nicht so cool, dass sie es mir auch ins Gesicht sagen und ich dann irgendwie, keine Ahnung, über Ecken dann irgendwie dann selber dann erfahre. Sie sagt auch, dass sie sich nicht zu einem laufenden Prozess äußern kann. Im Großen und Ganzen ist das Thema noch vor Gericht. Ich kann mich dazu überhaupt gar nicht äußern. Und wenn ich mich äußern würde, würde ich eh wieder irgendwelchen Leuten auf den Schlips treten und die würden wieder Gründe finden, warum das so und so und so ist. Deshalb, ich sage immer so gerne abwarten und Tee trinken und ist aber eigentlich auch gar nicht involviert. Dass ich überhaupt in diesem Prozess gar nichts damit zu tun habe. Also was jetzt? Kannst du dich nicht dazu äußern oder bist du nicht involviert? Weil man doch nichts zu der ganzen Sache sagen kann. Warum treibt man sich dann so gerne in Kommentaren rum und sagt dann in den Kommentaren was dazu? Ihren Ehemann Eugen habe ich auch schon das eine oder andere Mal in den Kommentaren gesehen. Bombastic Side-Eye. Wie er sagt, dass er bald was dazu sagen wird. Dass er bald einiges droppen würde. Criminal Offensive Side-Eye. Und stell euch mal vor, euer Chef wäre so, dass der über Wochen einfach irgendwo kommentiert und sagt, Leute, wartet ab, bald lasse ich die Bombe platzen. Digga, geh arbeiten. Guck mal, ich verfolge den extra dafür auf Instagram. Alles, was ich sehe, ist, dass Eugen jetzt eine Sport-Challenge durchzieht. Dann sehe ich, dass er inspirierende Werbung für Alkohol macht. Hart, du bist hart. Darum ist das mein Anstoß. Und dann sehe ich irgendwelche Wortwitze mit Dagi B im Bezug auf Künstler abzocken. Also darüber kann man lachen, aber wenn so welche Videos online kommen, dann schickt man natürlich eine Abmahnung raus. Ne? Dann ist das natürlich gar nicht mehr lustig. Nachdem Klängern aber dieses Video veröffentlicht hat und erzählt hat, was hinter den Kulissen abgelaufen ist, habe ich mich gefragt, ob denn danach noch was kam. Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich glaube, ich hatte Eugen auch noch einmal geschrieben in den DMs, ich bin mir nicht mehr sicher. Da kam auch nichts mehr. Nach meinem Infovideo, also das zweite Video zu dem Thema, kam auch nichts mehr. Wir haben dann nur hinter den Kulissen nach dem ersten Video so ein bisschen versucht,
ins Gespräch zu kommen oder Lösungen zu finden oder so. Da wurde aber eigentlich auch alles abgeblockt. Also das war alles irgendwie ein bisschen weird. Würdest du das dann auch nochmal so machen, dass du sagst, okay, ich nehme es direkt runter? Oder würdest du sagen, okay, warten wir erstmal ab und gucken? Also es kommt natürlich immer drauf an. In dem Fall war halt erstmal sehr wenig Frist, weil da ein Wochenende zwischen lag. Irgendwie, ich glaube, wir hatten 3-4 Tage Zeit und musste erstmal einen Anwalt finden, das Ganze prüfen und so. Und das Problem ist, dass es ja so viele kleinteilige Punkte geben könnte, die irgendwie anfechtbar wären, dass man sich da nicht unbedingt einem Risiko ausgeben möchte. Und deshalb haben wir gesagt, wir nehmen das erstmal vorsichtshalber runter, um einfach auf der sicheren Seite zu sein. Und vielleicht klärt sich das dann auch, weil man ja eigentlich auch keinen Bock auf Stress hat. Im Nachhinein, wenn ich es nochmal machen könnte, hätte ich es online gelassen, weil wir das dann alles hätten vernünftig prüfen können und so. Und weil ja auch nichts weiter passiert ist. Das Problem ist, weil wir es offline gesetzt haben, ist es jetzt nicht unbedingt ratsam, es nochmal online zu stellen, weil das möglicherweise juristisch eine Neuveröffentlichung wäre. Und da gibt es ja gewisse Fristen und so. Und dann hätten sie einfach gegen die Neuveröffentlichung vorgehen können. Nochmal einfach, um einem auf den Sack zu gehen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir belassen es einfach dabei. Haken wir jetzt einfach ab, haben keinen weiteren Stress und dann hat sich die Sache. Doch wie war es bei mir? Was waren denn die Angriffspunkte, weswegen ich dann abgemahnt wurde? Eine meiner Fragen beantwortete der Anwalt damals, dass der Künstler Art lediglich Aufmerksamkeit suchen würde. Und damit würde ich suggerieren, dass er sich nicht, wie von dem Anwalt von Dagi B. und Eugen behauptet, als Opfer inszenieren würde. Ich entgegnete in meinem Video damit, dass Art sich ja eigentlich nur einmal dazu geäußert hat und das in einem Instagram-Post. Und ich habe dann eine Frage gestellt, inwiefern er denn wirklich damit Aufmerksamkeit suchen würde, wenn ja eigentlich eher die andere Partei öfter was dazu sagt im Vergleich zu Art. Und das ist der Tenor der E-Mail. Das ist das, was ich mitbekomme. Art möchte sich als Opfer darstellen, er möchte Aufmerksamkeit. Der Künstler Art hat einen Post dazu gemacht, ohne irgendwas anderes, nur dieser Post. Interviewanfragen lehnt er ab. Ob von mir, ob von anderen, ob von der Bild. Dagi B hingegen regt sich in irgendwelchen Kommentarspalten bei der OMR über einen Kommentar auf und versucht direkt zu kontern. Worum geht es hier eigentlich? Und einer der Punkte in der Abmahnung war, dass er sich ja gar nicht nur einmal dazu geäußert hat. Der hat ja damals... Das muss ich jetzt mal rekonstruieren. Der hat ja damals per Pressemitteilung seines Anwalts oder der Kanzlei seines Anwalts schon mal rausgeben lassen, dass da was im Busch ist. Das hat dann das ganze Medienspektakel ausgelöst. Ja, und jetzt? Also er hat sich nicht nur einmal geäußert, sondern zweimal. Der hat sich schon mal damals geäußert. Die Pressemitteilung habe ich bis zum Video nicht gefunden, nach der Abmahnung nicht gefunden. Und jetzt? Jetzt habe ich sie auch nicht gefunden. Und an einem anderen Punkt hätte ich eine Sache korrigieren müssen. Die hätte aber die angeblichen Taten von Eugen noch schlechter dastehen lassen, als sie sowieso schon wiedergegeben wurden. Wo ich mir dachte, wollt ihr das wirklich? Also jetzt mal ehrlich, logisch, ganz logisch gesehen, ne? Ohne Judge, also ich kann es gerne machen, ist ja kein Problem für mich. Aber so ganz logisch gesehen wäre ich eigentlich froh, wenn das harmloser dargestellt wurde, als es in Wirklichkeit gewesen sein soll. Am Ende habe ich tatsächlich eine Passage von einigen Sekunden entfernt, die ich tatsächlich nicht beweisen konnte. Und das war dann auch fein für mich. Danach kam nichts mehr. Nicht vom Anwalt, nicht von Dagi B, nicht von Eugen. Nichts Persönliches. Und das hätte ich mir dann doch am Ende irgendwie gewünscht, dass, weil man ja so ein großes Problem damit hat, dass man nicht mal 48 Stunden braucht, um ein mehrseitiges, über 10-seitiges Dokument, glaube ich, waren das, zu erstellen und mich in so vielen Dingen abzumahnen, dass man da nicht irgendwie doch das Gespräch sucht, obwohl wir das ja über mehrere Wochen versucht haben oder ich versucht habe. Also klar gibt es Leute, die sowas komplett ausschlachten und dann 30 Videos dazu machen, aber prinzipiell habe ich das Gefühl, dass wir beide jetzt Leute sind, mit denen man ja auch reden kann. Aber was ist die Konsequenz daraus? Am besten Klappe halten, nicht kritisch berichten und so riskiert man dann auch nicht, abgemahnt zu werden. Also vielleicht. Und wenn doch, dann schickt man einfach gegen jeden und alles eine Abmahnung raus. Zumindest erleben das einige andere auch. Beispielsweise auf TikTok. Ich habe gerade eine Abmahnung bekommen. Abmahnung ist wegen der ganzen iGenius-Sache, also die Firma mit den Schneeballsystemen, und heilige Scheiße wollen die viel Geld von mir. Bin gerade irgendwie extrem überfordert, weil ich keinen Anwalt habe, keine Rechtsschutzversicherung, kein irgendwas. Oder wie zuletzt auch auf YouTube. Am 15. Dezember, einem Freitagabend, eine Woche vor Weihnachten, hat uns eine Mail erreicht. Eine Abmahnung. Der Absender, eine internationale Großkanzlei.
Der Vorwurf, unsere Videos würden zahlreiche Falschbehauptungen enthalten. Wir sollen beide Videos umgehend löschen und insgesamt fast 2.300 Euro zahlen. Könnte das eine bewusste Taktik sein, um unsere Berichterstattung einzuschränken? Auch bei mir ist es ja nicht das erste Mal. Ende letzten Jahres habe ich euch ja von einem Fall berichtet, wo ich mich mit einem Geschäftsmann beefe. Ich habe ja damals ein Video über Julienko und einem Typen hochgeladen, für den er Werbung gemacht hat in Form von Gewinnspielen oder auch direkte Werbung für sein Programm. Ja, das hat dem Typen überhaupt nicht gefallen. Es ist erschreckend, aber es läuft immer noch. Ich habe sogar für dieses Video eine Abmahnung bekommen. Ich war auch schon vor Gericht. Ich hatte Anwesenheitspflicht in Frankfurt, während er keine Anwesenheitspflicht hatte, sondern der war einfach auf der Babyparty von den Harrisons. Dubai, Dubai, Dubai! Und es ist ziemlich nervenzerrend, weil von der Gegenseite, ich werde einfach nicht in Ruhe gelassen. Ich werde einfach wirklich nicht in Ruhe gelassen. Ich glaube, im Januar habe ich gefühlt durchgehend was bekommen, wo ich mir dachte, worum geht es hier eigentlich? Das ist doch nicht ernst gemeint. Und das Problem ist, dass diese Menschen eben auch sehr, sehr viele Ressourcen haben. Das heißt, die Frage von Recht und Unrecht hängt manchmal nicht wirklich von der Wahrheit ab, sondern davon ab, wie viel Budget du hast. Davon, wie motiviert du bist, es wirklich voranzutreiben. Wenn man Geld und Ressourcen hat, ist das ein Weg, um Leuten richtig gut auf den Sack zu gehen, wenn man das möchte. Also wenn man sich das leisten kann, kann man eine Abmahnung nach der anderen schicken, kann man einen Anwalt nach dem anderen schicken. Und meistens sind solche Creator ja auch relativ alleine oder jetzt auch nicht besonders mega vermögend und können sich dahingegen auch schwieriger verteidigen. Also wenn man das möchte, wenn man möglichst viel Ärger machen möchte, klappt das so sehr gut, würde ich sagen. In diesem Fall habe ich wirklich beiden Parteien die Chance geben, sich zu äußern. Art wollte es nicht. Dagi B hat mich auf ihren Anwalt verwiesen. Die Fragen waren kritisch, denn ich wollte wirklich dem Ganzen auf den Grund gehen. Ich habe die Antworten des Anwalts eingeblendet. Ich hätte mich auch sehr, sehr darüber gefreut, ein persönliches Gespräch zu führen. Ein persönliches Interview, was ich hätte einblenden können. Aber vielleicht hätte ich dafür genauso kritisch sein müssen wie dieser Moderator. Kriegen die Leute nicht die Trennung hin zwischen dir, Dagi, und einem Unternehmen? Aber kann das die Lösung sein? Einfach jeden abmahnen, wie es einem passt. Ich versuche wirklich beide Seiten zu verstehen, denn ich bin der Auffassung, dass wenn man sich ungerecht behandelt fühlt oder sich auch ungerecht dargestellt fühlt, dann hat man sehr wohl das Recht darauf, sich zu verteidigen. Genauso kann man aber auch das direkte Gespräch suchen. Und wenn man lieber in irgendwelchen Kommentaren wütet, sagt man, würde sich bald äußern, was man offiziellen Anfragen gegenüber nicht macht, das in Kommentaren scheinbar ganz lustig findet und lieber seinen Anwalt mit einer Abmahnung vorschickt, dann kann ich auch nicht mehr helfen. Ich glaube nicht, dass es am Ende die Lösung ist, einfach jeden abzumahnen, weil es am Ende viel, viel, viel mehr Publicity erzeugt als der Fall an sich. Also man hätte sich ja auch einfach hinsetzen können und die Sachen erklären können und so. Und deshalb verstehe ich nicht, warum man das so macht, weil man nach meiner Meinung so mehr Schaden anrichtet, als man davon Nutzen hat, weil das ja dann auch nicht funktioniert und dann natürlich darüber berichtet wird und dann bist du vielleicht nicht die Person, die diese Anschuldigung hat, sondern du bist die Person, die diese Anschuldigung hat und auch noch anwaltlich gegen Veröffentlichungen vorgeht. Und das ist ja eigentlich noch mehr Schaden und hinterlässt verbrannte Erde so bei deinem Image. Also man hätte sich auch ganz einfach austauschen können und sowas differenziert regeln können. Und in meinen Augen ist das auch keine Verteidigungsstrategie mehr, sondern für mich ist das einfach nur richtig dämlich und auch sehr aggressiv. Klängel hat dazu übrigens noch ein eigenes Video gemacht, was ihr euch voll und ganz ohne meine Kommentare angucken könnt. Das ist verlinkt, also schaut es euch gerne an. Und eigentlich gibt es noch einen Punkt, der mich extrem gestört hat, aber das erzählt euch vielleicht mal Just Nero in seinem Video. Am Ende des Tages ist es nervig. Es ist nervig, die Anwaltskosten tragen zu müssen, sich darum Gedanken machen zu müssen, wie es weitergeht. Und das, obwohl es vielleicht andere Lösungen gegeben hätte. Und wenn das Ganze ein Versuch war, mit ein paar Abmahnungen unter den Teppich zu kehren, dann muss ich sagen, dass es in meinen Augen keine gute Strategie ist. Aber es ist ja auch nur meine Meinung. Viel wichtiger ist eure Meinung. Also schreibt sie mir gerne mal in die Kommentare. Gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben und lasst mir auch gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns ganz, ganz schnell wieder bei einem neuen Video.
mit eurem Girl Sascha. Das nächste Mal hoffentlich ohne Bohrgeräusche. Tschüss.